Willkommen zurück zu StarCraft 2, Hearth of the Swarm. Wir machen weiter in der Mission, wo wir scheinbar, bin mir nicht so ganz sicher, aber im Ladescreen steht das drin, unsere Einheiten aussplitten müssen, damit das alles hier einen Sinn ergibt. Und wir müssen scheinbar 5 solcher Kapseln runterfallen, beschützen, bis die sich aufgebaut haben. Und es könnte bestimmt passieren, dass bei den schon aufgebauten immer mal wieder Gegner kommen, die uns angreifen. Deswegen aufsplitten. Das habe ich bis jetzt auch gemacht. Und es scheint ganz gut zu laufen. Bin auch immer schon dabei, währenddessen Einheiten zu produzieren. Für die nächste Aufsplittung quasi. Ich werde Vergeltung üben. Und währenddessen wir hier oben uns befinden, dann auch natürlich zur Verteidigung der Basis. Aber ich sehe gerade, wir haben ja auch die Fähigkeit. Die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Die Basis der Liga muss zerstört werden, um ihre Landung zu sichern. Söhne von Korhal, ein paar Einheiten zu schicken. Eliminiert die Königin der Klingen. Okay, wir sollten vielleicht schon mal, wo ist die Königin der Klingen, ne? Der Schwarm erobert. Jetzt folgen die mir wieder. I don't know why. Sowas kann ich gar nicht ab. Was ist es diesmal? Die Eroberung geht weiter. Was du heute kannst besorgen? Oh, die folgen mir jetzt einfach. Tut das bitte nicht. Mann, Leute. Es ist Zeit. So. Ich bin der Schwarm. Denn was ich nämlich jetzt machen möchte, ist mit was diesen ist Einheiten schon mal losgehen und da was oben, du heute kannst besorgen? Wo jetzt die anderen kommen. Wir passen uns an. Gewagt. Das ist so ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, warum das da ist. Ist irgendwie special oder so? Dieser Planet gehört mir. Macht euren Frieden. Warum ist denn jetzt hier so eine Kapsel noch runtergekommen? Keine Ahnung. Aber was du heute kannst besorgen? Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass es passieren wird. Ding habe ich da natürlich auch. Was stehen gelassen? Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Ich bin der Schwarm. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? Oh, mach schon mal hier ein bisschen. Gewagt. Ja, die können da hinten schon mal diesen einen Bunker da angreifen. Okay, dann nicht. Ich bin der Schwarm. Guck mal rein, da kommt nämlich die Kapsel. Wir lol. Keine was du heute kannst. So, da kommt nämlich die Kapsel schon dann hier wir runter. Uns an. Währenddessen produziere ich hier neue Einheiten. Einfach random irgendwie Einheiten produzieren, so. Wenn wir hier schon mal wieder neue Einheiten haben. Hier ist ja nicht mehr so viel los, aber hier haben wir noch ganz viele Einheiten, aber ja. Ich warte mal bei Kerrigan. Ich werde Vergeltung üben. Das dauert halt super lange, bis das ready ist, aber das ist ready in 37. Das heißt also etwa so, wenn die nächste Landung kommt, wenn dann die ganz vielen Gegner hier ankommen, das alles nicht funktioniert, dann sende ich auch noch mal eine Kapsel ab. Ist gar nicht so bad. Eine Kapsel. Das ist in dieser Mission, glaube ich, sogar relativ gut, dass wir das können. Die nächste Gallschleuder landet. Wir sollten sie verteidigen.
Ja, ich bin schon ready. Ready zur Verteidigung. Die kann kommen. Oh, lol. Was? Zum Geier. Macht euren Frieden. War das? Sprich. Was du heute kannst besorgen. Was? Zum. Zum Overlords, ja, ja. Carrie gehen wir ja fast tot. Es ist Zeit. Höchst interessante Wendung. Ich bin der Schwarm. Nee, so nicht. Wir kennen keine Grenzen. Wir passen uns an. Ach du Kacke. Das war aber zum Glück, hat sie hier die Heilfähigkeit. Hier, ja, das Ding ist hier ready. Also das ist schon mal ganz gut. Das heißt also in... Extremer Panik. Hau ich dann einfach... Oh, scheiße. Ja, jetzt geht's langsam los. Aber ich kann ja mal gucken. Brauche ich einfach so ein... Oh, so ein Fliegergebäude schon? Ne, wir haben noch keine Fliegergebäude. Brauche ich einfach hier ein Fliegergebäude hin? Ja, wir haben ein paar zu viele... Die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Ja. Okay. Dann produzieren wir dafür schon mal Einheiten. In 3 Minuten kommt sie. Aber das ist jetzt eher fertig. Deine Königin lauscht. Würde ich mal sagen. Ich werde Vergeltung. Oh, die folgen mir jetzt nicht. Diesmal folgen sie mir nicht. Okay, dann bleiben die hier. Das Ding ist ja jetzt ready. Das sieht alles mega gruselig an hier. Aber... sind auch nur so ein paar, aber das reicht. Was ist es diesmal? Der Schwarm erobert alles. Okay, kommen die jetzt dahin? Ne, die kommen hier hin. Ich hoffe mal, dass sie die hier... Scheiße, so ganz klappt das nicht. Müssen wir noch ein paar abgeben. Müssen wir noch mal ein paar hier hin abgeben. So. Ja. Dieser Planet. Wo ist das? Da oben ist das. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja, das ist leider jetzt gerade ein bisschen doof. Aber das kriegen wir schon alles. Kriegen wir schon alles hin. Ich bin der Schwarm. Ich glaube, das machen wir jetzt mal hier. Müssen wir jetzt mal leider schon mal triggern, damit wir hier diese ganzen Gebäude hier wegkriegen. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung. Nachtwölfe, ihr habt eure Befehle. Beseitigt die Zerg-Bedrohung. Wir passen uns an. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Ja. Der Schwarm erobert. Sind das die Special Wölfe? Macht euren Frieden. Ich bin der Schwarm. Gewagt. Die Eroberung geht weiter. Wir passen uns an. Dieser Planet gehört mir. Guck mal, das war schon ganz wichtig, dass wir das gemacht haben. Keine Grenzen. Da unten spawnen die, ne? So, 16.
Die letzte Gallschleuder landet bald. Ja. Macht euch bereit, sie zu verteidigen. Spawnt die denn da unten irgendwo, ne? Ja, guck mal, hier haben wir noch ein paar Einheiten. Nein, jetzt habe ich hier wieder den Fokus verloren. Ich raste aus. Und wieder. Was ist denn Kerrigan? Sprich. Ist gar nicht mitgekommen. Oh. Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns an. So. Hier haben wir leider ganz viele Einheiten, die... die jetzt dieses... ja, ich sag mal... in der Hinsicht... nicht unendlich halten, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir... wenn wir das hier geschafft haben, das Hauptziel, ne? Dass die Map sich dann eh resettet und die Mission abgeschlossen ist. Also wenn wir das hier geschafft haben, das heißt also, ich denke mal, dass wir dann nicht irgendwie mit dieser Base weiterspielen müssen. Das ist somit, das ist ja auch relativ egal, jetzt brauche ich hier noch ein paar Einheiten, die dann theoretisch die Basis im schlimmsten Falle noch verteidigen können, oder ich ziehe dann halt die noch ein bisschen dahin. Die Bonusziele da, das ich weiß es nicht, was für eine große Auswirkung das Bonusziel dann noch irgendwie aufs Ende hat oder so, keine Ahnung. Aber deine Königin lauscht. Geh mal davon aus, es wird nicht so stark sein. Wir kennen keine Ja, jetzt verplatzen die da gleich alle. Ich hoffe mal, die halten noch 5% aus. Ja, halten die. Haben es geschafft. Rahals Verteidigungskanonen wurden ausgeschaltet. Der Schwarm sammelt sich auf der Oberfläche. Zerstört die Basen der Liga. Treibt sie in die Stadt. Nein, wir müssen mit der Basis weiterspielen. Scheiße. Das ist unglücklich. Ja, genau. Das ist ja unglücklich. Ja. Dann würde ich mal sagen, sammelt euch. Macht euren Frieden. Am besten. Der Schwarm erobert alles. Ja. Gewagt. Zieht euch ab. Und ihr sammelt euch. Ja, ich hab, wie gesagt, die riesen Armee noch. Also insgesamt 106 Dinger. Also ja. Ich hab da so einiges. Was ist es diesmal? Ich könnte jetzt auch hier noch so ein Tor zerstören eigentlich. Was du heute kannst besorgen? Aber nee, dieser lassen wir Planet das mal. Gehört mir. Wir wollen jetzt hier. Macht euren Frieden. Der Schwarm erobert alles. Ich bin der Schwarm. Wir wollen jetzt richtig rein. Die Eroberung geht weiter. Wir reinlunzen. Wir kennen keine Grenzen. Gewagt. Die Eroberung geht weiter. Was du heute kannst besorgen. Der Scheiß Vespingas. Weg damit. Weg mit eurer Kack-Scanbase. Auch kein Schwein. Wagt. Wir passen uns an. Wie? Du heute kannst besorgen. Pack Bunker. Eis. Eure Kaktor hier. Mach sie weg. Wir passen. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Oh, so geht das.
Die Streitkräfte der Liga befinden sich auf dem Rückzug. Isha, sag meinen Brutmüttern, sie sollen mit ihren Armeen vorrücken. Zagara, bereite deine Brut auf den Angriff auf Augustgrad vor. Wir marschieren in die Stadt ein. Ja, meine Königin. Es ist an der Zeit, einen Imperator zu entthronen. Ja, das war sehr solide gespielt, würde ich sagen, ne? Das ist doch schön. Deine Rache ist beinahe vollkommen. Nichts kann sie aufhalten. Unterschätze Mengs Knecht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Kohall mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Da droppen die Pots alle runter. Das ist gut. Das heißt, es müssten ja jetzt eigentlich logischerweise echt viele Zergunden sein. Wir werden mit einer riesen Armee dort eingreifen. Das glaube ich zwar nicht, dass es so sein wird, aber noch haben wir die Mission noch nicht gestartet. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von den Urzerg. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerg haben diese Verbindung nicht. Die Urzerg brauchen sie nicht. Exakt. Ja. Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Ja, das ist eine krasse Hilfe. Also, wer will das nicht, ne? Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. Yeah, nochmal Achievements. Wobei natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der so dreist ist und irgendwo so eine Hintertür hat und dann da einfach sagt so: Heute nicht. Und einfach geht. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Ja, weil ja, Jim Rayner ja nicht mehr mit dir, ne? Ins Bettchen will. Hier stehst du nun vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Okay, wir gehen zur Evolutionsgruppe. Eventuell haben wir da noch eine Mission, oder? Ja. So kurz vorm Ende haben wir noch eine Mission in der Evolutionsgruppe. Ja, okay. Dann würde ich sagen,
Nee, ich würde sagen, die starten wir beim nächsten Mal. Machen wir das beim nächsten Mal, dann können wir die Mission dann machen. Dann können wir dann wahrscheinlich auch noch, weil sie ja nicht so lang ist, dann auch noch hier schon ein bisschen reingucken. Ja. Also es ist, man merkt, es geht langsam dem Ende zu. Und dann gucken wir mal, ob wir das dann gut hinbekommen. Eine Mission, die Evolutionsgruppe haben wir noch. Ich gehe mal kurz im Missionsarchiv. Ah, da kommen noch ein paar. Wobei diese Schwarmevolution hier, diese Evolution, das sind auch Missionen, die dazu zählen scheinbar. Ne? Also ist im Endeffekt, haben wir 25, dann kommen noch zwei Missionen. Entweder haben wir noch zwei Evolutionsmissionen, was ich nicht glaube, sondern wir haben wahrscheinlich eine Mission noch, wo wir die Stadt noch irgendwie kontrollieren und einnehmen und dann die letzte Mission, wo wir dann gegen Mengs kämpfen. So wird das wahrscheinlich sein. Ja. Beim nächsten Mal machen wir weiter und dann gucken wir in die Evolutionsmission rein. Bis dahin, hau rein. Tschüss.